herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute gibt es wieder einen Lesemarathon. Das heißt, wir versuchen, so viel wie möglich an einem Tag zu lesen. Ich habe das, glaube ich, schon zwei oder dreimal gemacht. Es hat immer super viel Spaß gemacht. Ich glaube, in meinem letzten Lesemarathon habe ich irgendwie 4 Bücher gelesen und davor 5. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, ich lese immer irgendwas zwischen 3 und 5 Büchern. Und ich versuche heute wieder mal mindestens 3 Bücher zu lesen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und vielleicht auch mitmacht und euch das Video ein bisschen inspiriert. Also viel Spaß beim Angucken heute. Ich habe mir für heute diese Bücher hier rausgesucht, also einmal Digital Minimalism, also digitaler Minimalismus, habe ich jetzt schon angefangen zu lesen heute Morgen, und dann noch dieses Buch hier, das heißt Nunchi, und da geht es um das koreanische Geheimrezept, beziehungsweise Nunchi ist, das heißt Augenmaß wörtlich übersetzt, und es geht eigentlich darum, wie man andere Menschen liest, andere Menschen versteht und dementsprechend handelt. Und diese Bücher nehme ich auf jeden Fall, und dann habe ich noch weitere Bücher und wir gucken jetzt mal, was es noch für Bücher gibt, denn ich habe hier mein Bücherregal mit den ganzen Büchern, die ich noch lesen möchte. Solltet ihr mittlerweile auch so ein bisschen kennen. Also worauf ich mega Lust hätte, wäre eigentlich zum Beispiel dieses Buch hier. Da geht es so um Liebe und um die Psychologie dahinter. Oder auch auf dieses Buch hier. Aber da geht es so ein bisschen um Mathe. Und ich weiß, dass ich meinen Kopf da anstrengen muss, weil ich eigentlich Mathe hasse und so schlecht im Kopf rechnen bin zum Beispiel. Und hier sind halt wirklich so richtige Rechnungen drin. Und ich weiß, dass ich das nicht in einem Tag schaffe. Deswegen glaube ich, lese ich lieber ein anderes Buch, was ein bisschen einfacher zu lesen. Und ich gucke gerade hier mal so rum. Aber ich glaube, ich habe auch mega Lust, dieses Buch zu lesen. Buddhismus kurz und bündig. Da geht es halt logischerweise um Buddhismus. Und ich glaube, ich nehme das noch als drittes Buch. Da würde ich noch als viertes Eat the Frog nehmen oder Eat That Frog nehmen. Mal sehen, wie viel ich heute schaffe. Vielleicht habe ich 3, vielleicht 4, vielleicht 2, vielleicht 1. Ja, aber ich nehme einfach noch das dazu. So, also ich habe wie gesagt schon angefangen mit diesem Buch hier und das ein bisschen zu lesen. Ich bin jetzt irgendwie bei Seite 30, glaube ich. Ich habe heute Morgen so 45 Minuten oder eine halbe Stunde ungefähr gelesen und werde jetzt auch anfangen, das weiterzulesen, glaube ich. Es hat insgesamt, ich glaube, 200 irgendwas Seiten. Okay, 260 Seiten, glaube ich. Ja, das geht. Übrigens haben wir jetzt 9 Uhr und ich lese dieses Buch erstmal weiter und gucke, wie weit ich jetzt komme. Vielleicht habe ich auch zwischendurch Lust, ein anderes Buch zu lesen. Wir werden das mal gucken und werden jetzt erstmal anfangen mit dem Lesen. Übrigens, weil mich immer viele Leute wegen englischer Bücher fragen, weil ich immer auf Englisch lese, also meist auf Englisch lese. Dieses Buch, würde ich sagen, ist vielleicht ein bisschen schwieriger zu lesen, da natürlich da Fachsprache verwendet wird. Und ich lese halt meistens Ratgeber oder Sachbücher und da wird eigentlich schon so Fachsprache verwendet. Also das ist auf jeden Fall schwieriger als der normale Englischunterricht, glaube ich zumindest bei den meisten. Aber es ist trotzdem auf jeden Fall machbar. Also ich würde es euch sehr empfehlen, auch Bücher auf Englisch zu lesen. Auch wenn ihr es noch nicht hundertprozentig versteht natürlich, weil dadurch lernt man ja auch erstmal sehr viel. Also ich würde sagen, man kann dieses Buch auf jeden Fall schaffen, wenn man Englischunterricht hatte, eine Zeit lang. Es ist vielleicht ein bisschen frustrierend, wenn man etwas liest und dann nur die Hälfte davon versteht. Und dann ergibt es auch wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Man muss sich halt auf jeden Fall mehr konzentrieren und vielleicht mal ein paar Wörter nachschlagen oder so. Aber eigentlich kann man das auf jeden Fall schaffen. Ja. Und übrigens sind noch alle Bücher, die ich lese, in der Infobox verlinkt. So, also ich bin jetzt bei Seite 70, also habe jetzt schon ungefähr 40 Seiten weitergelesen. Und es gibt einen wichtigen Punkt, den ich auch total wichtig finde. Und zwar geht es halt, wie gesagt, um digitalen Minimalismus. Und da wird gesagt, dass man am Anfang einen Detox machen soll, also 30 Tage ohne Social Media auskommen soll oder ohne Geräte auskommen soll. Und ein wichtiger Punkt ist hierbei, das Ganze nicht wirklich nur als Detox zu sehen und zu sagen, ich bin jetzt die ganze Zeit nicht am Handy oder so. Und es sozusagen nicht nur darum geht, 30 Tage eine Pause von Social Media zu machen, sondern wirklich zu überlegen, was brauche ich eigentlich noch? Und diese 30 Tage sollen dir helfen herauszufinden, wie du eigentlich Social Media wahrnimmst und welche Geräte und Apps und Plattformen du eigentlich wirklich brauchst. Weil das ist nämlich das, was dein Leben längerfristig verändern wird und nicht unbedingt der Detox, den du 30 Tage machst. Boah, irgendwie bin ich nach dem Lesen immer so motiviert. Ich habe jetzt auch voll Lust, irgendwie einen Detox zu machen und mein Handy rauszuschmeißen und irgendwie auszuprobieren, was sich ändern kann in meinem Leben. Ich bin immer so motiviert nach dem Lesen. Eigentlich ist es blöd, einen Lesemarathon zu machen, weil ich nach jeder Seite des Lesens irgendwie schon so motiviert bin, irgendwas zu machen. Das ist eigentlich gut. Aber gerade ist es blöd, weil ich möchte eigentlich mal Lesemarathon machen und nicht unbedingt jetzt mein Leben versuchen zu verändern. Aber ich werde dann mal das aufschreiben und das dann die nächsten Tage machen. Ich bin jetzt übrigens bei Seite 144 und habe jetzt schon eine Stunde oder so gelesen, glaube ich. Ich bin jetzt gerade mal reingegangen in unser Wohnzimmer und werde jetzt noch ein bisschen weiterlesen. Ich bin jetzt bei Seite 160 oder so. Okay.
Okay, ich bin jetzt wieder oben und habe das Buch jetzt fertig gelesen. Ich glaube, es ist jetzt 11 Uhr, also ich habe insgesamt 3 Stunden an dem Buch gelesen, das 260 Seiten hat. Das geht eigentlich, glaube ich. Und mir hat das Buch sehr gut gefallen. Also es war, wie gesagt, über Digitalminimalismus und es ging darum, wie man Social Media für sich arbeiten lässt und nicht gegen sich. Wie man halt einfach seine Handy bzw. generell digitale Nutzung besser managen kann. Mir hat das Buch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Es gab, glaube ich, so 1-2 Punkte, mit denen ich so ein bisschen widersprochen habe, aber das waren wirklich nur ganz kleine Punkte, so ganz kleine Tipps irgendwie, die dabei waren. Aber generell, das Konzept hat mir sehr gut gefallen. Ich habe dafür auch mitgeschrieben, was ich in mein Leben integrieren möchte und auch einige Praktiken, die ich in der nächsten Zeit mal ausprobieren möchte. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Deswegen würde ich das Buch sehr empfehlen. Das ist, wie gesagt, auf Englisch, aber vielleicht gibt es auch eine deutsche Version. Ich weiß es gerade nicht so genau. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist wirklich der Aufbau des Buches. Und ich kann es euch einmal zeigen. Es gibt halt wirklich immer diese Überschriften, also die verschiedenen Praktiken und Übungen sind halt hier mit Überschrift gekennzeichnet. Und dann sind da Erklärungen dazu. Und ich bin eine ziemlich strukturierte Person und mir gefällt sowas mega gut, wenn das so strukturiert ist und dann auch so Zusammenfassungen da sind und so weiter. Deswegen, ja, hat mir sehr gut gefallen. So, ich werde jetzt weitermachen mit diesem Buch hier, Nunchi. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe damit schon ein bisschen angefangen zu lesen. Also ich habe, glaube ich, die ersten 10 oder 20 Seiten gelesen. Weil, als ich das Buch bekommen habe, habe ich mich so darauf gefreut, dass ich sofort anfangen wollte, das zu lesen. Das Buch heißt, wie gesagt, Nunchi, das koreanische Geheimrezept. Und der Untertitel ist, Menschen und Situationen intuitiv richtig einschätzen. Und ich würde sagen, das fasst Nunchi auch ziemlich gut zusammen. Und ich werde es, wie gesagt, mal weiterlesen. Also ich bin jetzt bei Seite 52 und das Buch ist aber mega einfach zu lesen, weil die Schrift auch sehr groß ist und es relativ einfach ist, es ist auf Deutsch und ja, es ist wirklich sehr einfach zu lesen eigentlich. Also ich glaube, ich habe jetzt auch so 1,5 Stunden gelesen, bin jetzt bei Seite 180 und habe nur noch, Moment, was ist 231 minus 180? 50, oder? Ich habe nur noch 50 Seiten zu lesen, das schaffe ich, glaube ich, jetzt schon in den nächsten 20 Minuten oder so. Und ich lege mich jetzt auf den Boden. So, ich bin jetzt auch mit diesem Buch hier fertig, mit Nunchi. Und ich glaube, heute sind irgendwie nur gute Bücher dabei, denn es hat mir auch sehr gut gefallen, das Buch hier, Nunchi. Es geht, wie gesagt, darum, mit seinem Nunchi andere Leute zu analysieren und Räume und Situationen zu analysieren und zu verstehen, um dann dementsprechend zu handeln. Und was ich sehr gut fand, war auch, dass da immer so Quizze dabei waren. Also da war dann so Situationen geschildert. Man sollte dann aussuchen, was man in der Situation gemacht hätte oder machen würde. Und dann sozusagen, was das Richtige gewesen wäre, laut der Autorin, die Nunchi besitzt. Was mir auch gut gefallen hat, war, dass es so strukturiert war. Ich liebe so strukturierte Bücher und wenn dann da so Tipps zu jeder, zu jedem Kapitel sind und so weiter, das gefällt mir mega gut. Der Inhalt war sehr einfach erklärt, also ich glaube, man kann das sehr gut verstehen, auch wenn man sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat. Mir fällt gerade auf, dass ich einfach keine Ohrringe drin habe. Wow. Okay, aber das war es auch mit diesem Buch jetzt und ich werde eine Pause machen, weil ich jetzt irgendwie keine Lust habe, noch weiter zu lesen und werde dann wahrscheinlich irgendwie erst später weiterlesen mit dem Buddhismusbuch, glaube ich. Ich glaube, ich lese das zuerst, oder? Okay, also ich glaube, in diesem Buch sind sehr viele Informationen auf sehr wenig Papier. Und deswegen glaube ich, werde ich das wahrscheinlich nicht heute lesen, weil ich mich nicht mehr so gut konzentrieren kann. Wenn ich schon so viele Bücher lese, möchte ich lieber was Beruhigenderes lesen mit weniger Input als mit so richtig viel Input auf so wenig Papier. Aber ja, mal gucken. Es hat ja auch hier 200 Seiten. Also ich weiß generell nicht, ob ich überhaupt nach dem Buch noch was lesen möchte. Gucken mal. So, also wir haben jetzt gerade gegessen und ich war noch mit meinem Hund draußen. Jetzt regnet es gerade. Perfektes Wetter für einen Lesemarathon. Beziehungsweise so stark regnet es gar nicht, aber ein bisschen. Und ich werde jetzt weiterlesen und zwar dieses Buch hier. Und freue mich schon sehr darauf.
Guten Morgen, mittlerweile ist es schon der nächste Tag und zwar ist es 8 Uhr. Ich habe jetzt gerade dieses Buch hier noch ausgelesen. Es waren ja zum Glück 24 Stunden, also ich hatte heute noch ein bisschen Zeit, was zu lesen. Da ich es ehrlich gesagt gestern nicht mehr geschafft habe, es auszulesen, leider, weil ich wirklich abends so müde war. Also ich habe noch bis 23 Uhr oder so gelesen, aber ich hatte echt keine Lust mehr, da noch am Abend 70 Seiten zu lesen, weswegen ich das heute Morgen noch gemacht habe. Also mir ist in diesem Lesemarathon eine neue Erkenntnis gekommen und zwar würde ich sagen, dass ich glaube, dass so ein Lesemarathon nicht unbedingt sinnvoll ist für Sachbücher bzw. Ratgeber, da ich immer das Gefühl hatte, weil ich habe jetzt die Ratgeber gelesen, dass ich irgendwie sofort Lust hatte, was umzusetzen und das ist ja eigentlich was Positives. Also wenn man Bücher liest, die einem helfen sollen, dann ist es ja sehr positiv, wenn das Buch einen dazu motiviert, wirklich was zu machen. Und ich finde, diese Energie und dieses Gefühl sollte man nicht so verschwenden und direkt in ein neues Buch stürzen. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen glaube ich, finde ich es sinnvoller, einen Lesemarathon wirklich nur mit Büchern zu machen, die eine Geschichte sind. Also die jetzt einen vielleicht nicht so motivieren und Energie geben, irgendwas zu machen, sondern wirklich einen entspannen. Und dann, dass man dann so einen entspannten Tag hat. Ja, deswegen glaube ich, war meine Bücherwahl für heute bzw. gestern vielleicht nicht so optimal, weswegen ich heute nicht so mega viel gelesen habe wie die letzten Male. Aber jetzt kurz zu diesem Buch hier, Buddhismus, kurz und bündig. Ich fand das Buch mega gut. Es hat den Buddhismus sehr kurz und bündig erklärt. Also wirklich in sehr einfachen Worten. Man hat es sehr gut verstanden. Jedoch würde das Buch, glaube ich, eher für Leute empfehlen, die sich mit dem Buddhismus schon ein bisschen auskennen und vielleicht noch ein tieferes Verständnis haben wollen. Weil, also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht für neue Leute ein bisschen abschreckend wirkt. Und ich würde da vielleicht eher eine Geschichte empfehlen. Also vor allem, wenn du jetzt gerade so in meinem Alter bist, ist vielleicht eine Geschichte noch ansprechend da. Ich habe zum Beispiel das folgende Buch hier im Moment. Das hier, Der kleine Buddha. Und dieses Buch ist so süß und ich glaube, jeder möchte irgendwie nach diesem Buch mehr über den Buddhismus wissen und vielleicht sogar Buddhist oder Buddhistin werden, keine Ahnung. Aber das Buch ist wirklich süß und zeigt auch so die Grundaussagen des Buddhismus. Und ich glaube, da würde ich sogar so eine Geschichte besser finden als so ein trockenes Buch, was die beispielsweise die vier edlen Wahrheiten und so erklärt. Trotzdem war gestern ein schöner, entspannter Tag und ich habe viel Neues gelernt, könnte mich auch ein bisschen entspannen. Du kannst mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was momentan dein Lieblingsbuch ist und dann können wir uns ein bisschen austauschen und neue Bücherideen sammeln. Ansonsten findest du hier noch ganz viele weitere Bücher und Lesevideos und ich wünsche dir jetzt auch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns hier bald mal wiedersehen. Hab noch einen schönen Tag, bis dann, tschüss!